Südostengland, der normale Attack-Flugraum. Ich würde auch gerne nach Roma fliegen, Kuga, aber da verreicht nicht China, die werden doch. Ja, was hab ich denn? Gut, ich sag dir, was du hast. Du hast gerade nicht gewispert, als jemand angewispert hat. Macht doch nichts. Oh ne, ich stehe vor einem Haus, das ist glaube ich kein gutes. Ich stehe in einem Dorf. Naja, nochmal neu. Da musst du lang neu spawnen, leider. Ja, denk dran, an die Flagge zu klicken, gell? Nicht, dass da noch was passiert mit den Maschinen. Come on, do it again. Boah, jetzt geht's. Triebwerke anlassen oder was? Jo. Oh, Bendig, führst du dann den Haufen? Oh, ich würde heute ungern führen. Ich hab so schlecht geplant und so einen stressigen Tag. Wir also bauen den Jungs das letzte Woche so super gemacht. Nee. Das will ja, dass das Bendig macht. Ja, Bendig hat sich schon raus. Jetzt bist leider du dran, der Bano. Nee. Ist auch hochmotiviert. Voraus, also es ist doch dein Team. Gut, alles klar. Falkenberg macht das als Part seiner Halbzeit. nee, ich bin ja raus aus der Truppe. Dann werft mal die Motoren an, dann treffen wir uns am Windsack, wenn ich ihn denn gefunden habe. Reihe, stehst du schon hinten auf der Bahn, oder bist du der schon in der Luft ist? Ich bin gerade gestartet. Wir müssten dann noch einmal über Pieren fliegen, um Köller mitzunehmen. Die gelben Schilder sind auf unserer Erde, also auf den meisten ihrer 3 Uhr, das dürfte im Norden sein. Ja, die große Bahn müssen wir nehmen. Lebano? Ja? Mein Stuhl wackelt wieder, wenn ich den Motor anlasse. Na schön. Sorry, ist südliche Richtung. Geht die Bahn wohl eher los. Also Südkurs. Oh, 8x7, langsam. Ah, Victor, ich sehe die Schilder, ich berühre. Denkt an die Kühler. Also alle Richtung Sonne rollen. Oh, ich muss sagen, Schilder zu rollen. Alle zu starten. Achso, in die andere Richtung, so eine Scheiße. Ja, das ist leider eher nördliche Richtung. Nördlich oder südlich? Zur Sonne hin. Ist komischerweise. Ja, ey, ich hab die Haube auf dem Karaja. Ja, das wird halt ein Kurzhaarschnitt. Meine Antenne abgerissen. Na gut, dann rolle ich jetzt auf der Bahn Richtung Norden. Das wird ja, dann vorne kurz, hinten kurz. Ich dachte Fokuhila. Ein Fokuhiku. Ich habe Nico Fola. Das nennt sich aber Topschnitt, ne? Was, du siehst dann aus wie der Onkel von der Adams Family oder was? Ja, eben so eine Kundin sagt zu mir auch immer Prinz Eisen jetzt. Ja. Geil. Mit dir passt es aber dann. Also in den Comics war auch dran. Was ist denn das für eine Völkerwanderung hier am Platz? Das ist ein Wahnsinn. Ich will endlich den schönen Platz von Balthasar haben. Oh! Wer schreit hier auf, orgasmisch? Kann aber einer sein Handwerk. Sehr schön, Karaja. Orgasmisch. Das war ein Orgasmus von diesen Flugkünsten, von diesem schönen Sound dieser Maschine und der Tiefe. Wir sind in der Höhe. Und jetzt Crash. Der gute Lebano muss wirklich ganz ans Ende rollen, gell? Ja, so ziemlich. Ich werde mich ein Stückchen weiter vorne dann hin. Ich werde dann nicht hinten stehen. Denk dran, ihr könnt auch Rote angreifen. Also ja, ihr habt doch Platzschutz. Ich merke schon, wie er aktiv unser Platzschutz den Platz schützt. Ich wäre froh, wenn man Harry oder Miss Bit kommt. Dann hört er hier über den Platz auf. Hat er Beschäftigung.
So, Lepano steht dann auf dem vorderen ersten Viertel der Bahn. Immer gegen die Sonne. Was ich doch interessant finde, ist, dass es 24 rote gegen 25 blau sind, also sehr ausgeglichen. Kann ich selbst ständig Schadens machen? Denkt an die Kühler bitte. Ich stehe noch nicht. Hätte ich jetzt schön reinschießen können. Sollen wir die mitnehmen, oder? Ach da, du bist doch hier neben mir. Was meinst du? Oh, wie weit in der Mitte stehst du denn? Muss ja der Bano sein. So, wer ist denn hier der Dui? Werden wir doch mal nachschauen, wer hier die Schwarze einsetzt. Und nie und immer. Ich muss bald mal einen Boxenstopp hier. Ich brauche neue Reifen. Das Profil ist runter. Haben wir nicht weiße 2? Hau ab. Ja, ich glaube, ich hab sie. Die schwarze 1. Da ist sie doch. Glaube ich, nicht schwer, die einzige E3. Brille ist immer von Pier, ist das richtig? So. Brille Airborne. Waffenscharf. Ich muss dich gerne orientieren. Da versucht er sich noch wegzuschlängeln. Verstanden, Balthasar. Sehr unauffällig, die E3. Ui. Inmitten lauter E4 von E4M. Das hat, glaube ich, auch zum Aussterben der Todes beigetragen, das Fehlen, das, der Mangel an Anpassbarkeit und die fehlenden Versteckkünste. Die können sogar Pavian besser zu fliegen als so. Lektion. Genau. Wisst ihr, was schön noch gesehen? Wisst ihr, was schön wäre, wenn wir uns alle rottenweise aufstellen könnten? Das wäre ganz toll, ja. Können wir nicht. Können wir nicht? Wie waren die Rotten nochmal? Nein, das weiß ich, aber mein Rottenflieger ist in Pieren und nicht hier. Na dann fällt der Flieger raus und aufsammeln. Aufnehmen. Oder so. Der ist doch schon auf dem Weg hier. Wo ist denn die ohne Rade? Kaffee, ich muss doch Richtung Westen. Dann aufhören, Kaffee trinken und herkommen. Ja, leicht Richtung Südwesten. Karaya, du kannst ja mal gucken, ob mein Flügelmann schon unterwegs ist. Vielleicht siehst du den irgendwo in der Luft. Also ich sehe dabei hier nichts. Richtung Pieren kommt, also aus Richtung Pieren kommt er. Ja. Ah, ich sehe zwei Kontakte Richtung Kokel. Das könnte doch schon mal was sein. Ne, im Moment war ich gerade noch über, bin ich noch über Pi. Ja, das wäre ungefähr die Richtung von hier aus. Das wäre die Richtung, ja, von hier aus. Ich sehe einen auf ungefähr 800 Meter Höhe. Zwei auf 800 Meter Höhe. Könnte natürlich auch Feindjäger sein. Seid ihr schon überhaupt in der Luft, Brilla und Wade? Ja, ich bin in der Luft. Dreh jetzt ja, Kurs West ein. Ja, schlag doch mal Kurs Südwest ein, dann kommt ihr Richtung Marquis. Ja, da kommt mir eine Gelbnase entgegen. Ja, fang dir mal ein. Louis, nimmst du dann den zweiten Schwarm? Ich hätte trotzdem gern zwei Schwärme. Weil ein großer Keil ist auch sehr schwer. Und nicht so dynamisch. So, ihr solltet mich direkt vor euch sehen. Brilla und Wade. Victor? Louis? Bitte? Würdest du dann einen zweiten Schwarm in der Luft nehmen? Ich will mich da aus der freien Jagd raushalten, bitte. Lass es doch Falkenberg oder so machen. Auch gern. Falkenberg, nee, ja. Gotha ist stark. Gotha, als neuer Staffelführer, nicht da. Na. Oh, Mission unter den neuen Staffelführern. Ah, Feuertauke. Ah, oh, schön. Oh, Spitznest gebadet. Sorry, wurden die Schwärme gerade aufgeteilt? Also. Wo das machen wir in der Luft dann. Okay. Ja, in Axel und Schweiß. Wait, Brilla, seht ihr die schönen Bodenziele auf unserer 1 Uhr? So, ich glaube, es stehen jetzt soweit alle. Ich sehe keinen mehr rollen, oder? Doch, da ist noch einer. Einer rollt noch. Ja. Gut, also in 30 Sekunden über rechts abrollen und Pauke, Pauke. Sehr wie Tontauben schießen.
Eine Blenheim jetzt, ne? Eine Blenheim. Ja, eine Blenheim und 109er da oben, das ist ein Massaker. Ganzes Jagdgeschwader ausgelöscht. Wobei hier ja, zwei sehr separatistisch hinten her sitzen mit ihren 109ern. Was, Ukraine? Mhm. Da sitzen zwei ganz abgeschlagen hinten. Das ist das weiße Geschwader. Das sind die Schneeweißen, ne? Hier. Da kommt ja noch einer angerollt. Wer sitzt denn da hinten? Hatte tatsächlich keinen Krieg zu gewinnen. Jungs, bis ihr fertig seid, ist mein Dank alle. Falkenberg, ist ja das 12 Maschinen unten. Falkenberg, entschuldige bitte, das ist ein Frischling. Der darf auch ein bisschen länger rollen. Alles klar. Das ist nämlich mein Frischling. Ah, die eine Maschine fehlt noch. Fehlt. Wenn ihr schaut, ihr habt noch eine Maschine anrollend auf 10 bis 11. Wer ist denn dein letzte? Ich weiß nicht. Besser der letzte als das letzte. Ja. So, stehen jetzt alle. Nee, da hinten rollt er noch. Wenn du da mal auf die 3 Uhr faust, da dauert es noch 5 Minuten. Das dauert noch. Ja, ich habe auch gerade nur 5 also Frames. Vom, müssen vom, wir denn so lange warten oder soll man nicht schon mal... Ich würde jetzt mal langsam starten. Hallo, Start. Die Gefahr ist ja sowieso, dass sich einer nicht hochkommt. Ja, wir treffen uns an der Luft. Augen zu, Kühler auf, lasst bitte schön Abstand. Mehr als ausreichend. Debano Rakete. Eigenberg, du machst vor uns. Balthasar, Rakete. Du, Rakete rechts. Debano Solo. Gus, Rakete links. Ein bisschen zügiger davon. Balthasar Solo. Nicht vergessen, alles was ihr macht, kann und wird gegen euch verwendet werden in Videoform. Solo. Weiße 2. Heute ist nicht mein Tag, ich muss nochmal neu starten. Zwei von euch sind ein bisschen quer ab, kann das sein? Schwarz 2 Solo. 1-0 Atta Kurs halten, 1-0 Atta Autoprop. Nächster kann starten. Holen. Weiße 2 Solo. Ketz Rakete. Freiheit links Rakete. Solo. Falkenberg, rechts Rakete. Bitte melden, wer letzte Maschine oben ist. Rotte weiß 7, Lisa Rakete. Feuer Solo. Rakete. So, letzte Maschine rollt. Verstanden. 1-0 Atta Autoprop. Boah, ja, aber da bist du schon längere Zeit in die Eisen gestiegen, oder? Ja, hab ich die ganze Zeit. Falkenberg, was hallo? Oh, Vorsicht. Alles gut. Ich bleib unten. Leicht über diese. Ah, ich glaube, die letzte Maschine leicht. Ist jetzt auch in der Luft. Auf Süd Solo. Falkenberg, ich drehe hier meine Runde auf 1-4 über den Platz. Wo ist denn die Wade und der Briller? Ich bin jetzt noch beim French Point ungefähr. Wie die Made in der Wade. Mein Beileid. Jungs, ich stürze mal kurz runter nach Calais, hol mal meinen Flügelmann ab, ja? Verstanden, Falkenberg, alles klar. Alles klar. Bendwick? Kontakt auf eine unterhalb. Kontakt eine unterhalb kommt uns entgegen. Victor? Rechter Schwarm, schaut euch den mal an. Schwarm 1 macht weiter in Höhe. Sufo, mir nach, der Rest bleibt mal oben. Bisher keine weiteren Kontakte zu sehen, ihr seid da unten dann frei. Müsstet ihr identifizieren können, bitte mal einer. Jo, ist Feindflieger, kann ich von hier schon sehen. Ja. Mit einer Hurricane aus oder so.
Der kriegt auch Flak. Ich habe einen hohen Anstellwinkel. Ja, ich glaube, der hat das gesehen. Stimmt. Ja, der schwingt ab. Vorne weiß eben geht rein. Dann hängt der Bolzen 5 cm raus. Ich hab. Bettfall. Bitte kommuniziert miteinander. Ich höre bisher sehr wenig. Geht raus, bricht ab. Karaja geht rein. Beim 1 bleibt über der Stelle Wolf kreisen. Weiter Wolf. Karaja raus. Er geht gerade stark über Wolf. Die ist jetzt fast um Dick. Da sind jetzt 6 Maschinen an einer Spit dran. Darüber sollten wir nochmal reden. Also ich sehe jetzt keine, die direkt angreift. Ah ne, ich stürze hier gerade auf eine einzelne Messerschmied. Ich stürze, ja gut, ich stürze nochmal auf die Spit hier rein, wenn hier keiner rangeht. 0, 9 Atter für den ersten Schwarm. Spitty fliegt jetzt auf vielleicht Halo 10 Richtung Manston Ramsgate. Haben wir was mitgegeben? Vorsicht, Lebano, die fliegen genau in die gegengesetzte Richtung. Ja, wir treffen uns dann wieder über Calais. Wenn die fertig sind, darauf warte ich jetzt nur noch, bis sie abgeschossen ist. Bitte folgt nicht alle, der Rest kommt wieder zurück, wenn die jetzt sowieso beschädigt ist. Worte Weiß 7 kommt zurück nach Calais. Treffpunkt über Calais, Wolf kreisend, Halo 60. Victor. Eine Rotte auf der 12 hat selbe Höhe. Ja, habe ich in Sicht. Noch 2 niedriger. Noch bitte Status, ich höre von euch nichts mehr vom ersten Schwarm. Was ist mit dem Feindflieger? Ich bin an der Speedy nur allein dran, so wie es aussieht. Aber Speedy ist schon stark beschädigt. Geht bald, dürfte noch eine Weile dauern. Ja, wenn nicht, dann lass ab und komm lieber nach Calais zurück, dass wir uns alle wieder treffen. Ist die nahe Rotte befreundet, Lebano? Bitte? Die nahe bei uns, ist die befreundet? Ist abgesprungen. Die unter uns, das sind alles welche von uns. Die eben auf selber Höhe auf 12 Uhr, weil ich gemeldet hatte. So, jetzt Speedy ist abgesprungen. Jetzt. Suche. Der Einzelflieger bei St. Margaret scheint zu kreisen. Ich kriege hier dauernd eine unterschiedliche Flugrichtung rein. 2 Kontakte hoch, 12 Uhr. Circa 500 Victor bis 1000 Meter. Wir gehen über Lisa. Über Lisa, alle über Lisa. Victor. Muss jetzt Leistung erhöhen. Ich erhöhe jetzt auf 09 Atta. Dann ziehe ich mich mal etwas nach Süden hinaus, weil ich bin jetzt der Niedrigste. Gerade legen. Wenn die hinter uns eindrehen sollten, dann bricht der rechte Schwarm komplett über Rolf aus. Der erste Schwarm über Lisa. Ist gerade überholt? Freie Jagd direkt. Aber dann bitte viel kommunizieren. Mit so vielen Leuten wird das echt haarsträubig. Kommunikation ist jetzt alles. Ich bin auf deiner 3 Uhr. Wenn eine Rotte angreift, greift keines weiter an. Ha. Jawohl. Weiß 1, ich habe sie von hängt mich nicht dran. Auf unserer 3 Uhr, leicht erhöht. Die haben uns wahrscheinlich auch gesehen, die drehen hinter uns ein. Wir kurven jetzt über Rolf, bitte. Über Rolf. Erster Schwarm, zweiter Schwarm, ihr kommt verdammt nah an uns ran. Ja. Dann ihr habt jetzt die Führung, wir sind jetzt hinter euch. Steigt noch ein bisschen, gebt mal ein bisschen Stoff. Die drehen sonst hinter uns ein. Alles was drin ist. Das muss das Boot abkühlen. Oh, gut, also du hast die Führung.
Perfect go. Stopp an der Hälfte. Ja, das war auch wissbar. Was machen die zwei? Ja, wir wurden gerade gemeldet im Chat, aufpassen. Gute, hast du noch Sicht? Du drehst gerade weiter weg. Nee, eben nicht. Ich frag gerade, was die zwei machen. So, ja gut, du stehst jetzt auch noch diesmal weit weg. Ich sehe sie auf meiner ganz weiten 5 Uhr Richtung Fanspoint. Nee, das sind wahrscheinlich ich und Wade, wenn die leicht unterhalb sind. Wir haben sie jetzt auf 10 Uhr, nee, 11 Uhr. Wir wurden auch gerade im Chat gemeldet von denen. Loads of 409 Euro Calais haben sie gerade geschrieben. Die sehen uns also schon. Ah, jetzt kriegen sie Kondens, die scheinen aufzusteigen. Also aufpassen, die werden gleich hinter uns eindrehen und runterstürzen. Die sind vor uns. Ja, zwei Spitfire bestätigt. Na, das wird ein großer Rudelbums, wenn das mal kein Chaos gibt. Also schon. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben Kondens. Spitfires passieren uns jetzt auf der 1 Uhr vor sich. Jetzt ausbrechen, wir gehen über Lisa, die andere erste, zweite Schwarm über Rolf, bitte. Victor. Jetzt eure sechsten Checken. Freie Jagd an alle, freie Jagd. Ja. Victor, freie Jagd. Ich. Hinteren jetzt aufpassen, wenn sie an euch ransetzen. Ja. Machen sie nichts. Spitz jetzt ungefähr auf Halle 75. Ja, Speedies halten jetzt weiter auf French Point zu, eher. Jetzt fliegen wir Richtung Sonne. Jetzt haben sie gedreht. Ja, ich glaube nicht, dass die angreifen werden. So naiv sind die nicht. Ja, gut. Die warten, bis der Rest da ist. Die haben es gemeldet im Chat eben. Ich denke auch. Die Kühlungshalter. Ja. Dann macht's. Dann sind das wir hier rumkurven. Nee, ich würde sagen, dass wir uns versuchen, von der Abzusektion woanders hinzufliegen. Ich halte mich auf. Jo, dann zurück nach Frankreich, was? Also, sie splitten sich auf. Nach Roll. Ja, eine geht über Lisa, eine über Rolf. Rolf bei 7 hält sich an die Lisa-Maschine. Gotha, Ricardus. Ja, gut, wir gehen schwarm-weiß, wir drehen über Lisa. Der linken Maschine hinterher. Eine Maschine jetzt direkt unter der Sonne. Ich bleib an ihr dran. Achtung, Spitz sind jetzt getrennt unterwegs, haben sich aufgeteilt. Ja, zu denen kommen wir niemals hoch. Nee, außerdem in der Höhe haben die einen Vorteil. Achtung, stirbt! Gotha stirbt! Ja, Achtung, Sugar, kommst du dir runter. Hinter der Führung vor Telebano fällt die Spit jetzt auch runter. Ja, die zweite kommt jetzt auch runter. Alles Bild hat mich gerade passiert. Sechsen checken. Vorsicht, es sind weitere Maschinen, kommen aus Manston herein. Zwei und mindestens auf Halle 75. Die eigene Küste jetzt. Das ist Cats, Worte Cats von Manston. Eine Spit folgt einer einzelnen 109, Vorsicht. In die 109 ist in der Lisa jetzt leicht. Hallo? Achtung, 109. Vorsicht, wait. Maschinen mit 6 Frankreich. Wo ist dann runter mit dir nach Frankreich sofort? Kurs Frankreich. Achtung, 73 Linkskurve, 6. Stürzt jetzt Richtung Fenchpoint. Spit Kurs Frankreich. Weiter, so geht jetzt hinter die Spit. Rotte Felgenberg geht über Fenchpoint in Stellung. Nicht zu stark. Du bist frei, die Spit bleibt oben. Cats, ihr habt eine Spit, die hinter euch reinkommt. Victor, unter uns, Spit. Ja, und hinter euch auf selber Höhe. Weite 6, passt auf. Hat er einen Überblick, wie viele Spits jetzt insgesamt sind? Ganz schön zerschossen. Ich bin dann mal Richtung Frankfurt eingestiegen. Öl. Beides. Alles. Achtung an die Maschinen in nördlicher Richtung. Spitfire dreht hinter euch ein. Alles zurück nach Frankreich. Alles nach Frankreich, jawohl. Frankreich. Wir müssen zusammenarbeiten, bringt uns nichts. Stürzt noch einer mit 6 nach French Point? Negativ, okay. Gut, aber ist auf Halle 65, nee, so Halle 68 mit einer weiten 6, ich weiß aber nicht, was es ist, Nähe French Point. An der Falkenberg. Ja, Toda berührt. Vorsicht, Ketz, ihr seid da gleich alleine mit der 1 Speed.
Spit hinter Goose, der jetzt gleich an der Spitze French Point Halo 67 ist. Goose, die ist noch weit entfernt. Bleib schnell bitte. Tendenziell eher eine ganz leichte Linkskurve. Wir treffen uns alle bei French Point. Wenn eine 6 hat French Point. Goose ist frei, Goose ist frei. Spit dreht ab über Rolf. Hat jetzt eine schöne Höhe, die Spit, auf Halo 70. Zwischen French Point Richtung Gova, sehr nah an French Point. Oh, die Goda kommt hinter der Spitfire rein. Ne, ich nehme erst das Spiel, was wir hier haben. Halo 78 ungefähr. Die Spitfire fliegt auf 70 nach Folkestone mittlerweile. Na, dann treffen wir uns alle bei Fenchborn, würde ich sagen, oder? Hallo? Ja, Moment. Okay, alle in der Lisa, in French Point, Halo 80. Danke, bei dir auch. French Point, Lisa, Halo 80. Ich habe eine Hurricane noch mitgegeben bei St. Margaret's Bay. Ich fliege jetzt auch Richtung French Point. Hallo, fast 70. Hurricane ist weggestürzt, hat glaube ich Motorschaden. Da habe ich eine Mine in den Motorraum gesetzt. Ich sehe noch eine Condens über Dover, einen einzelnen. Ist das einer von uns? Wir sind alle bei French Point. Bist da ganz alleine. Ja, gesagt, ich bin mit dem Kanal. Ja. Das ich weiß doch. Keine Kontakte. Ich sage doch nur, dass da noch ein Kontakt ist. Ja, aber keiner von uns. Deine Frage zu beantworten. Steigen wir mal ein Stück auf 80. So, jetzt hängen aber alle wieder dran, ja? Ist das bestätigt? Ja, teilweise weit zurück. Ja. Ja. Lasst uns mal vorfliegen, dass hier herumgeeiere auf 8000 Meter. Das sieht einfach zu geil aus, diese ganzen Fäden da oben. Ja, für eine Freijagd sind wir einfach zu viele, das ist furchtbar. Aber es geht ja doch noch einigermaßen in zwei Sperren. Gut, Gotha, ich gehe wieder ein bisschen links von dir, dann teilen wir uns wieder in zwei Sperren, dann ist es deutlich. 1 Uhr, wandern auf 12 Uhr, halbe Höhe. Victor, Victor Möhre, ja. Mittlere Entfernung. Tendenz Feindflieger. Ja. Können Sie mich bitte identifizieren? Mortelebano schneidet mal. Zu scheinen nach Norden abzudrehen und das macht Sinn. So, jetzt könnt ihr auch wieder in zwei Schwärme gehen. Zweiter Schwarm ist rechts, erster Schwarm ist wieder links. Jetzt dürft's gut zu sehen sein. Ich würde gerne wissen, wie die darauf reagieren, was die zueinander sagen, wenn die plötzlich da 8 Raupen sehen hinter sich. 8? 16? Ja, trotzdem aufpassen auf Feindmaschinen, die freuen sich auch, wenn die irgendwie von oben runterstürzen können in so eine großen Schwarm. Gut, da warst du richtig. 8 Rotten bei 16 Maschinen, ne? 8 Rotten ist das. Okay, alles gut. Ja, Karaya, wo willst du denn hin? Hm? Wo willst du denn hin? Was heißt, wo will ich denn hin? Soll die Führungsmaschine von Schwarm 1 nochmal Rolf Lisa machen für alle anderen? Ja, bitte. Wir waren Lisa Schwarm Rolf. 1. Ja, alles Schwarm oder was? Als ich. Oder Rolf Lisa. Ja, die machen ordentlich Dampf. Ich glaube, die haben uns schon längst gesehen. Was ist denn euer Ziel jetzt? Wo wird ihr hin? Zwei Fragezeichen vor. Wir fliegen gerade Rekurs East Church ungefähr von St. Margaret's Bay. Also Kurs liegt jetzt gerade an ungefähr 3,15. Alles klar. Ich habe auch immer die Sonne in der Fresse, ich kann machen, was ich will. Headtracker so drehen, dass du eine Strebe davor hast. Leistungsdaten, Schwarm 1 bitte. 08 ATA. Das Maximum auf der Höhe. Oh shit, ihr habt ja E3, verstehe. E3 und E4 sind gleich. Ja, 075. Hilft auch nichts, 07. Dann können wir aber nicht dranbleiben.
Egal. Hauptsache wir bleiben zusammen. Also ich fliege gerade Volllast hinter denen, aber ich komme weder ran noch hängen die mich ab. Das ist etwas frustrierend. Sollen wir dann von Deal aus Richtung English Point oder hoch nach East Church? Was meint ihr? Das bleibt ganz an euch beiden. Die fangen an zu kurven, glaube ich, Gotha. So wie es aussieht, werden schon unruhig. Sagen wir mal, wir verfolgen die erstmal. Wir können dann immer noch ablassen. Aber erstmal müssen wir denen folgen, weil wenn wir jetzt irgendwo anders hindrehen, dann folgen die uns garantiert. Ja, aber besser doch, als wenn die ständig unsere Position durchgeben. Du kannst ja versuchen vorzubrechen als Einzelflieger-Reihe. Naja, ich habe aber noch keine ME-262. Ja gut, dann probieren wir mal ein Experiment. Dann geht Schwarm 1 jetzt mal über Lisa und wir gucken mal, was passiert. Das ist schlecht, wir sind sehr weit hinter euch. Ach so. Oder wir sind hier über St. Margaret. Würden sie uns vielleicht erfolgen, wenn wir uns jetzt ein bisschen aufteilen oder so? Ich habe ja einen Einzelflieger. Unter mir. Wo denn? St. Margaret's Bay, aber der ist ziemlich niedrig, also... Ah, Victor, den berühre ich, ja, da an der Küste. Ach, du alter Berührer, du. Ja, ich sehe ihn, wirklich. Ah, da gehst du schon rüber. Ja, dreh der Abdeckerer, ja. Das probiere ich doch. Es scheint eine Hurry zu sein. Wie schießgeil kann man eigentlich sein? Sehr. Oh, beiden Kontakte haben sich jetzt hier geteilt. Einer geht nach Lisa, einer rollt. Wir nehmen uns den Lisa-Kontakt. Wir verfolgen den mal alle. Bei Cap Griné kommt was rein, rechtlich. Großer Verband mit Maschinen. Oder also runter. Beide wieder bei Rolf. Roter Uhrzeit. Uhrzeit? Ja, von mir aus, Position. Achso, nee, das kam über das Radar rein. Gute Treffer, Heck raucht, Maschine hat Teile verloren. Ja, wir ziehen uns hier noch weiter nach England rein, das bringt nichts. Wir gehen jetzt alle über Lisa. Kurs English Point, alle Richtung English Point, bitte. English Point, okay. Victor, English Point. Wir haben hier einen hohen Einzelflieger. Ich sehe, ja, ich habe ja einen Einzelflieger über Folkestone auf Harlow 60, 65. Dürfte bei uns in der Nähe sein noch. Könnte eine Feindmaschine sein. Könntest du ja ein bisschen Gas geben, ne? Ich glaube, das ist eine Hurricane. Ist jetzt etwas östlich von Hawkinge, wenn ihr schaut. Suche noch. Ja, ist definitiv eine Hurry. Harlow ist jetzt 65. Ich kann vielleicht versuchen, ihn zu ziehen, weil ich habe keinen Höhenvorteil gegenüber ihm. Wenn ihr schaut, auf eurer, der müsste auf eurer 8-7 Uhr sein. Zwischen, naja, Dover und Folkestone. Jetzt Kurs Canterbury. Er fliegt Richtung Canterbury jetzt. Berühre, die ist unterhalb von Schwarm Botha. Ja, er müsste zwei Maschinen sehen. Ich bin hinter ihm. Achtung, Schwarm Botha. Ich sehe sie nicht. Vier Kontakte. Ich glaube, wir fliegen mal weiter weg. Kommen entgegengeflogen. Drehen über Lisa. Botha, Ricardus. Komplett Ricardus. Vier Kontakte über Schwarm Botha. Circa 90. Drehen über uns. Über 90. Dein Weg ist auf 92 und die sind noch deutlich über mir. Ungefähr vier Kontakte über Dover, Hallo 95 und plus. Wie? Okay, alle Treffpunkt Dover, Treffpunkt Dover. Wir sehen jetzt auf mich ein. Mit der Seele, unsere heimstehende Bahnhof. Ja, wir steigen. Ich mache Abschwung, flieg Richtung English Point. Da brauchen wir nicht, 95 brauchen wir nicht steigen versuchen. Ein bisschen noch. Uns hat eine Rotte passiert, wird gleich attackiert. Fallschläger kommt frontal von vorne. Hallo 86. Vier Spitfires. Die Worte, die du gemeldet hast, durch sind Freunde. Gotha, wir lösen uns über Lisa, machen Höhe. Victor. Große Schwarm jetzt, oder Schwarm jetzt auf der 10 Uhr. Achtung, Dover. Das sind die. Über Dover, Hallo 90. Vier Spitfires. Alles 109er. Wir kommen runter, gehen in den Luftkampf. Das hinten aber nicht. Okay, wenn ihr wieder Probleme kommt, selbe Spiel, alle wieder Richtung French Point. Also ich habe vier Spitzen bei mir, bei Dover. Wenn es brenzlig wird, Kurs French Point. Schwarm Gotha über Lisa und steigen. Ah, Gotha, wir berühren euch, wir hängen uns dran.
Da war doch unter Oder euch. Oder geht Rolf fliegt entgegen der Spitfire. Spitfire ist folgend noch der Einzelmaschine. Shit, da sind sie, ja. Anfang bei Folkstone jetzt, Spitfire. Alle 85. Schwarm 1, hohe 12, Feindkontakt. Weiteres Spitfire, Stück. Oberhalb. Ja, es hat keinen Sinn. Wir ziehen die Lisa weiter durch. Wir kommen da eh nicht ran. Bringt doch nichts. Falkenwerk im Luftkampf mit 4 Maschinen. Position. Hier oben bringt das doch alles nichts. Was? Wenn, dann musst du die irgendwie runterziehen, Falkenberg. Ja. Falkenberg trudelt gerade, ne? Negativ. Schwarm 1, Kurs Frenchpoint. Schwarm 1, Kurs Frenchpoint. Über Folkstone, Halle 80, Luftkampf. Kruger, versucht den ein bisschen nach unten zu ziehen. Die müssen wir jetzt in der Bahn. Luftkampf verlagert sich jetzt. Folkstone, Halle 75. Auf der geht gerade um 7 Uhr. Ja, wir sind ja, noch zu hoch. Wir steigen jetzt erstmal unterhalb. Ich stürze runter Richtung Folkstone. Auf 4,5. Sechsen checken bitte. Nicht so tief, Falkenberg, wenn es geht. Ja, Schwarm 1, wir kriegen eine Spitfire hinter uns. Steige wieder. Spitfire in der weiten 6. Ich gehe Richtung Frankreich. Ork Süd geht nach Hause. Sind wir kennt eine Spitfire, Folkstone, Halle 75 in der Lisa-Kurve. Achtung, 109 bei Folkstone, direkt 6. Andrücken, jetzt. Jetzt in der Lisa-Kurve, Achtung 6. Doppel 6. Dreifach 6. Rotter stürzt zurück nach Frankreich. Spitfire. Ab nach Rotter Frankreich. Rotter Luftkampf mit 2 Spitfire über Lüb. Rückzug. Oh, wie ich das liebe. Hat Guss noch 6? Folkstone, Halle 85. 109 ist frei. Oder Treffer aufs Gefeuer gesetzt, die hängt an der 109 hinten dran. Spitfire auf 75 in der Lisa über Folkstone, minimal nassen Fußes. Starke Lisa. Kannst du hinterher gehen? Stürzt du ihr gerade hinterher? Negativ, ich muss hier noch ein bisschen kurven, bin aber leicht über ihr im Moment. Aber es dauert Was noch. Was machen wir jetzt? Habe noch 6 Rausche ab Richtung French Point. Jawohl, alle Richtung French Point. Okay. 3,5. Bitte mal Meldung, wir kurven hier mit einzelnen Spitz teilweise. Was sollen wir machen? Wo bist du ungefähr, Falkenberg? Mitte Kanal. Von Volkszone Richtung French. Victor, im Kurs French Point Suche. Ja, ich sehe dich. Ich. Ich denke, ich bin wieder frei. Ja. Nee, du gehst ja. Über Rolf, oder? Gehst du gerade? Ah nein, da sind 2 Speedies Mitte Kanal auf 40. Super. Könnten wir so eine Falkenmeldung gefolgt haben? Ich ziehe eine Spit auf im Moment noch südlich Folkstone, Hallo 75. Kann mir jemand helfen? Weißrum geht mit Wasser nach Hause. French Point. Lugano haben wir einen grundsätzlichen Plan. Ja, alle French Point, habe ich doch gesagt. Alle nach French Point bitte. Zurückziehen. 3 Speedies südlich Folkstone, Hallo 40. Rotte Lebano ist jetzt bei French Point, wir drehen wieder um und versuchen auch die 6 freizuschießen. Alle jetzt Richtung French Point. Wir sind frei und helfen euch. Wir sind wieder frei, Band. Haben wir noch offene Kontakte über den Ein Kontakt folgt uns, wie es aussieht, noch aber noch weit weg. Ich glaub, Hallo 35. Nee, du fliegst hier rein, ne? 309er bei French Point hier. Nein, wirklich, häng ich an dich dran. Ich wollte gerade zurück zum Platz Munition holen. Die Bahn geht in 2 Minuten Notlanden auf Marquise mit Wasserkühler verbunden. Das bin ich nicht, ich bin hinter dir. Louis. Bendwick ist vor mir. Alter da. Achso, okay. Ich drehe zum Platz, Louis. Jo. Ich warte auf Bendwick. Achtung, Das war ich. Lebano jetzt im langen hohen Endteil für Matthias. Wie gehen landen? Seid alle klar? 3 Kontakte sehe ich, das seid alle hier. Ja, wir haben doch schon ein paar Ausfälle, das ist doch gar nicht verkehrt, oder? Mal wieder ein bisschen Ordnung. Ja, immer auftanken. Okay, wir haben aber Vorsicht, 2 Kontakte auf Halle. Hallo 35 bis 40, Victor. Ich komme auf French Point zu. So, ich steig hoch. Oder und Sufu, Hallo 55 über French Point.
Kann ich? Hab dich leider gerade verloren, Walter. 109 mit Wasserkühle, Mental, Frontspann. Ja, bitte, ich hab schon zweimal gemeldet. Ja. Ah, warte mal, ich sehe was. Hey, Dewey, ich bin jetzt etwas westlich von Peace Sound. Hallo 30. Ich sehe es, komm hin, da bin ein bisschen weg. Da waren in Richtung Mensch, der Inkpoint 2 Kontakte auf 40. Ja, Victor, die suche ich. Das sehe ich gerade nicht mehr. Sehe sie auch noch nicht. Gus, wo bist du gerade? Ich stehe hier mit einer neuen Maschine auf dem Flugplatz. Kann sein, dass auf deiner 8 Uhr zufällig eine Maschine hochgelandet ist? Da liegt eine rum, ja. Wunderbar, dann weiß ich, wo ich bin. Kontakt immer noch auf 40, Walter? Oh ja, wenn ich berühre. Ich hab die beiden. Das kommt näher, glaube ich, gell? Ja, wo ist der Kontakt? 30. Sag Bescheid, wenn ich den anderen Spot Bescheid. Ein Drittel des Weges von French nach Indie Point. Hallo 40. Lebano Kongo geht über Rolf raus, verlässt die Bahn. Okay, na, ich bin auch auf Hallo 40, okay. Aber zwischen Folkestone und French Point. Weil das wäre in deiner weiten 9, gell? Also jetzt schon fast an der Spitze. Passiert nicht bald. Ein Fragezeichen immer noch. An Bendig und alle anfliegenden Maschinen und Marquis. Das Bahn ist frei. Ich hab meine F noch im Kontakt. Im Blick. Was macht denn der Sprit bei den anderen? Das könnte der sein. Erst vorschlagen, wir landen nochmal und starten dann zusammen. Ja. Jetzt. Zu der Vorschlag. Killer, dein Sprit? Alle jetzt landen nach Hause, ab zum Gartenzaun. An alle ab zum Gartenzaun. Ich glaube, das ist eine Maschine hier, in meiner Höhe. Hallo 42. Ah, ich glaube, ich sehe dich über French Point. Ja, etwas nördlich. Ein Drittel des Weges von French Point nach English Point. Ja, welche ist denn die Feindmaschine? Das ist selbe Höhe, vorderste. Die vordere. Ja. Nach English Point Richtung. Ja, genau, hier ist noch 109. Das tue ich. Deiner 9, wollen wir abbrechen oder willst du meinst du kommen? Die gehen wir an. Achso, nee, hä? Ich verwirrt. Vorsicht, Kontakt kommt rein. Was ist das? Nur 109? Also ich sehe hier nur 109er. Ja, ich auch gerade. Na, Victor, 6, 709er jetzt. Bahnmarke West ist frei. Walter, sei ich dreh um und geh landen. Ja, ich komm mit. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, die Pings war eben auf 400. Ja, bei 7 kommt Anna aus. Du, Kongo? Nicht so prickelnd, wenn das gerade in der Landung Walter passiert. Walter, Kongo. Ich gehe über Lisa. So, Folge. Good new? Aber vielleicht hat es gerade diese Lags gegeben, weil die Kenley getroffen haben, gerade mit Bombern. Das ist möglich, ja. Ja, dass das so ein Script-Lag ist. Habe ich dann auch gemerkt. Na, warte noch bitte, Bentley, bevor du gehst. Zwei Maschinen direkt bei French Point Spitze, Hallo 20. Sind das welche von uns? Also, Triller ist nach seinem ersten Sorbobo-Einsatz immerhin gelandet. Na, Horido, Überleben ist alles. Nach einer Doppel-6, ja, auf 8000 über Dover. Das schafft nicht jeder. Das schafft nicht jeder, absolut. Ja, aber ganz ernsthaft, ich habe mich ja gerade schon ein bisschen überflüssig gefühlt. Ihr seid voll die Fachmänner, ihr wisst alle da, was der macht und ich habe da nur doof meine Kreise gezogen. Wir haben heute ungelogen uns alle so gefühlt, dass wir, also, bis auf wenige Ausnahmen sozusagen, das auf dieser Höhe, da ist es einfach ein ganz eigenartiger Kampf immer. Bis auf Karaya wussten wir, glaube ich, nicht, was wir heute machen. Ja, das ist schon eine Kampagnenmission, das ist schon high. Hm? Wie, was? Wie viel Abschuss hast du denn? 5-0. Okay. Weil die mir der geklaut hat. Es ist ein Mann-Geschwader wieder unterwegs gewesen. Der lügt dich mal, der hat wirklich 5-0, ey. Oh nein. Das ist ein kranker Typ, der fliegt demnächst nicht mehr mit, fertig. Der kann auch Atter, kann er alleine für Blau fliegen, da haben die Roten genug zu tun. Wer kommt da gerade? Karaya ist ein Einzelflieger. Karaya ist ein Einzelflieger, den setzen wir demnächst zu stören. Schön sieht's aus. Genau.
Zerstörer Staffelkanal, ja. Nebano und alle, wenn ihr gelandet seid, machen wir bitte nochmal ein kurzes Debriefing. Wo Kongo? Dahinter kommt noch einer, wenn ihr die Landebahn frei macht, genau. Also ich roll erstmal durch. Cats ist dann auch noch dran. Ich komme jetzt gerade Nord-Süd rein zu landen. Weiß 7 auf Kursfotos, Jantan, 150. Ja, ich bin gerade im Endteil, werde gleich aufsetzen in 10 bis 15 Sekunden. Da hat er aufgesetzt. Ja. Montag. Neun Schuster sind bestellt, ne? Ja, ja. Ich hab noch einen Setz da. Die Felgen müssen auch noch gewuppt in den Weg. Ich hab den gar nicht richtig abfangen können, wenn die 109 fast leer ist. Ist die sowas von nasenlastig. Jetzt kommt eine schöne Landung, guckt euch die mal an. Feuer kommt rein. Ja, ja. Das wird eine perfekte. Was? Wo ist Ryan? Ich schau mal, ob die Temperatur steigt. Ich glaub's, wir müssen nochmal anmachen. War aber gut gerumpft. Ja. Mach lieber nochmal den Motor an, Balthasar. Temperatur. Ich glaube, da brauchen wir ein neues Sporenrad hinten, ne? Ja, 27 Lucianton auf 140. Aber sah so nicht schlecht aus. Sporenrad aufgesetzt, ist die ganze Zelle verzogen. Ja. Ein Schuss abgegeben, sowas, ey. Aber man jetzt fällt's, glaube ich, bei mir. Holter die Waldfee, das war fast ein Überschlag. Das war alles gut. Ja, kurz nochmal das Gras gestutzt. Ja, dreimal neu gestartet, beim dritten Mal hat es dann funktioniert. Und dann ja, war ich nur noch da, um eine 6 zu kriegen und Wasserkühler, Gott sei Dank. 37 verlässt die Bahn. Okay, Cats kommt rein. 140, Freiheit, stell dich zu uns. Oh ja, Sicht auf Cats. Ich kreuz nur schnell die Bahn, bin gleich wieder raus. Ja, aber Cats hat hier noch jede Menge Zeit. Ja. Hallo Falkenberg. Ach ja, die 7. Ups, leider in die falsche Richtung eingeschlagen. So, jetzt mal langsam alle Augen auf Cats. Kommt er? Ja, ja, oh, hält auf uns irgendwie zu gerade. Ja, oh, kannst du noch mal ein bisschen vorrollen? Ich sehe den nicht. Das Fahrwerk geht jetzt raus, oder? Ja, so ist gut, so ist gut. Das sieht geil, also mit dem Tal, das finde ich super, wenn die da reinkommen zur Landung. Ja. Der Dwelly, ne? Hoffentlich nicht. Schön Klappe hat er. So, Gas zurück und... Ja, das war okay. Ja, doch, doch. Ja, das war okay, das war okay. Und ist das alle zugucken. Zu. Achso, okay. So, wer ist da noch in der Luft? Niemand mehr? Unten. Gut. Aber sieht cool aus gerade, wie wir hier alle noch unten stehen. Also noch eine kurze Besprechung. Vielleicht noch gehen wir mal raus oder noch? Ja, ach, die Form noch sowieso weg, ja, die Flieger ist sowieso besser, glaube ich, mal langsam nee, verlassen zu können. Nee, das wurde doch behoben. Oh, ist ja.